Stadt, er ist in der ganzen Kanton, auch mit über Ehring Augsburg, hat tatsächlich so eine Geschichte, die Post in der Einfahrt. Thank you.
Informationen vorliegen, werden wir Sie informieren. Eine Information zur Streckensperrung aufgrund von unbefugten Personen in Richtung nach Hauptwirtshaus Bayern am Nürnberg. Die Streckensperrung wurde soeben aufgehoben. Die Züge können ihre Fahrt wieder aufnehmen. Ich wiederhole, die Streckensperrung aufgrund von unbefugten Personen auf der Strecke in Richtung Nürnberg wurde soeben aufgehoben. Die Züge können ihre Fahrt wieder aufnehmen. Bitte begeben Sie sich in Ihre Züge, die Abfahrt nun in Kürze. Bitte beachten Sie, aufgrund der vorangegangenen Streckensperrung kommt es noch zu großen Verzögerungen in der An- und Abfahrt aus dem Münchner Hauptbahnhof. Informationen für Reisende der RB-Linie 6 nach Garmisch-Partenkirchen sowie RB-65 nach Weilheim. Diese Züge beginnen aufgrund von Bauarbeiten in Tutzing. Ich wiederhole, RB-6 nach Garmisch-Partenkirchen sowie RB-65 nach Weilheim. Diese Zugverbindungen beginnen in Tutzing unter Führung Bauarbeiten. Reisende zu diesen Zugverbindungen nutzen Sie den Schienenersatzverkehr ab München-Basing bis Tutzing und steigen Sie dort. Informationen zur S3. Nächste S3 nach Holzkirchen über Donnersberger Brücke und Heimermann Platz am Fahrrad 8 von Gleis 35. Nächste S3 nach Holzkirchen über Donnersberger Brücke, Heimermann Platz am Fahrrad 8 von Gleis 35 und ohne Halt an der Ackerbrücke.
36. Nixsees 3 nach Holzkirchen über Donnersberger Brücke und Heimaranplatz. Abfahrt 8.48 Uhr, Gleis 36.
Informationen zu den Regionalzügen der Linie RB 65 nach Weilheim und RB 6 nach Garmisch-Partenkirchen. Diese Züge beginnen aufgrund von Bauarbeiten in Tutzing. Ich wiederhole, RB 65 nach Weilheim sowie RB 6 nach Garmisch-Partenkirchen. Diese Züge beginnen aufgrund von Bauarbeiten in Tutzing. Gleis 15. Bitte steigen Sie ein. Die Türen schließen automatisch. Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges.
Ab erst planmäßig Ankunft vor 18:31. Vorsicht bei der Einfahrt. Thank you.
Thank you.